Warum treffen Menschen permanent immer wieder die gleichen und falschen Entscheidungen? Auch wieder besseren Wissens. Guten Morgen! Heute ein extrem wichtiges Video, weil es uns alle betrifft. Konsistenz ist eine der grundlegenden vererbten Verhaltensweisen der Menschen. Es ist ein genetisch initiiertes Programm, was immer wieder in uns abläuft, in allen von uns. Wir sind immer bestrebt, konsistent zu handeln. Es ist ein zentrales psychologisches Motiv, was auch allgemein anerkannt und nicht abzustreiten ist. Aber ist das Prinzip der Konsistenz so stark, dass wir wirklich Dinge tun, die wir ansonsten mit klarem Verstand nicht täten? Robert B. Chiardini in der Psychologie des Überzeugens, Link dazu gibt es unten, der hat ein Experiment vorgestellt, in dem an einem Strand ein Mitglied des Versuchsteams neben einer fremden Person am Strand sein Handtuch hingelegt hat und sein Radio darauf platziert hat und dann weggegangen ist. Und dann hat ein weiteres Mitglied des Versuchsteams dieses Radio möglichst verdächtig, also mit links und nach rechts schauen, das Radio weggenommen und ist weitergegangen. Nur 4 von 20 Personen, neben denen sozusagen das Handtuch aufgeschlagen wurde, die griffen dann aktiv gegen diesen offensichtlichen Diebstahl ein. Als aber das Experiment mit einer leichten Abwandlung durchgeführt wurde, ergab sich ein komplett anderes Bild. Nun bat die Person, die das Handtuch hinlegte, die daneben liegende Person, die betrachtet wurde, ja, explizit darum, auf die Sachen aufzupassen. Ja. Und nun unter dem Druck der Konsistenz, also zu dem zu stehen, wie man sich emotional und gedanklich platziert hat, griffen 19 der 20 Menschen ein. In dem Buch gibt es noch weitere sehr anschauliche Beispiele für Konsistenz. Es ist unglaublich, wie Menschen ja, ganz einfach manipuliert werden können. Und die Menschen nur sehr, sehr schwer von einem einmal festgelegten Mindset sich wieder abbringen lassen. Dahinter stehen natürlich auch wieder die neuronalen Netze. Aber da will ich mal heute nicht darauf eingehen, da mir einige schon von euch geschrieben haben, dass diese Zusammenhänge, was die neuronalen Netze angeht, einfach zu kompliziert für sie sind. Also einfach merken heute, wir handeln nach dem Prinzip der Konsistenzregel. Als Begriff merkt euch das. Wie wir uns einmal entschieden haben und einmal festgelegt haben, ist trotz besseren Wissens für uns das oft die Leitmaxime. Und ein für uns YouTuber oder YouTube-Schauender sehr anschauliches Beispiel, was gerade dieses wieder besseren Wissens sehr, sehr gut darstellt, ist auch eine Adaption eines Beispiels, was auch Chiardini in seinem Buch sozusagen vorgestellt hat. Das Prinzip ist das gleiche, ich mache einfach mal jetzt Fleischesser, Veganer und so weiter für uns anschaulicher. Ein Fleischesser geht zu einem Vortrag über die gesundheitsfördernden Wirkungen von Fleischkonsum und nach dem Vortrag und vor der anschließenden Verkaufsveranstaltung von bestem argentinischen Rindfleisch gibt es auch noch eine kleine Frage- und Diskussionsrunde. Der Vortrag läuft und nach dem Vortrag kommt jetzt die Diskussionsrunde. Und eine junge Frau steht auf, eine Veganerin, und erklärt sachlich und für jeden Anwesenden anschaulich und verständlich, warum jegliches Argument, was der Vortragende in dem Vortrag gebracht hat, falsch ist. Und nach ihrem Plädoyer für vegane Ernährung und gegen das Fleisch, insbesondere das argentinische Rindfleisch, ne, aus ökologischer Sicht dazu, auch schon ein Video gemacht, ist jeder der Anwesenden so ein bisschen in sich zusammengesunken. Und als selbst auch der Vortragende eingestehen musste, dass an den Argumenten und der Argumentationslogik der Frau nichts falsch ist, da war jedem Zuschauer, der dieses dann neutral beobachtete, klar, dass hier wohl heute kein großes Fleisch verkauft werden würde. So. Als dann die Diskussionsrunde beendet war, passiert aber Folgendes. Alle Menschen strömten wie von Sinn an die Fleischtheke und kauften das Fleisch. Warum? Die Menschen wurden danach gefragt, warum sie trotz dessen, dass sie ja erkannt haben, wie falsch der Vortrag und die zugrunde liegenden Fakten des Verkäufers waren, das Produkt trotzdem gekauft hatten. Die Antwort war einfach. Sie hatten bereits, bevor sie sich den Vortrag angehört, festgelegt, dass ihnen das Produkt helfen würde und das Intermezzo der Frau einfach verdrängt. Obwohl alle im Interview danach gesagt haben, die Frau hat recht gehabt, haben alle wieder besseren Wissens das gekauft. Sie haben konsistent gehandelt. Im Original, da ging es um einen neuartigen Yogakurs. Aber das Prinzip lässt sich eben auf alles anwenden, was sich ja, an Entscheidungen in unserem Leben abspielt. Wir sind immer bestrebt, konsistent zu handeln. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind und bei unserer Entscheidung
auch wissen, wie machtvoll diese Konsistenzregel in unserem Gehirn arbeitet, dann können wir diese Macht brechen. Und dann sind wir wieder beim bewussten Handeln, beim bewussten Denken, beim bewussten Leben. Dem Leben, das euer Leben tatsächlich verbessert. Es ist egal, wie ihr euch entscheidet. Ich sage das immer wieder. Es ist nur wichtig, dass ihr euch bewusst macht, warum ihr euch so entscheidet. Immer und immer wieder. Und ja, und ich muss es auch in meinen Kommentaren auch immer wieder sagen den Menschen, dass es in den Videos gar nicht geht. Ihr sollt so oder so handeln. Wenn ich euch vorstelle, dass zum Beispiel Avocado-Konsum bedenklich ist, ne, da fangen die Leute an zu diskutieren. Aber du machst doch auch das oder ich liebe Avocado so sehr oder was? Ja, das ist doch in Ordnung. Bewusstheit, ne? Das ist eine Information. Ihr könnt euch da was rausnehmen. Ich sage nicht, wie ihr zu handeln habt. Ich sage, Bewusstheit ist wichtig. Versucht das wirklich zu verstehen. Und ich werde euch das immer wieder sagen, auch in den nächsten 1000 Videos. Bewusstheit ist entscheidend, nicht die Handlung als solches. Nicht eine bewusste Handlung ist entscheidend. Also bewusst in Anführungsstrichen eine Handlung, die von anderen als bewusst deklariert wird. Zum Beispiel, wenn ich ökologisch handle oder wenn ich vegan lebe, dann lebe ich nicht bewusst, dann lebe ich vegan. So, und andere assoziieren das mit einem bewussten Leben. Das heißt aber nicht, dass es für dich bewusst ist, wenn du vegan nur gemacht hast, weil ein anderer gesagt hat, dass es vegan ist. Und nicht, weil du bewusst darüber reflektiert hast. Ne? Das ist entscheidend. Denkt über euer Handeln nach. Bewusst. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Euer Christian. Ciao.